Willkommen zurück nach dem kurzen Cliffhanger auf der Jagd nach der Wahrheit. Wir müssen erstmal Raihan, unseren Oberguru hier retten. Ne? Unseren Verbündeten. Aber ich würde liebend gerne wieder von oben angreifen. Eigentlich. Wenn das aber nicht machbar ist, wir können auch andere Wege nehmen. Theoretisch können wir da hoch. Aber von da oben können wir nicht viel anfangen, ne? Kiste mit Hilfsmitteln, aber die brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay, es ist ein Gegner. So, er hat uns kurz gesehen. Mal gucken, wie das Gift wirkt. Nee. Okay, jetzt wird ihm schlecht. Jetzt fängt es an zu wirken. Wir können ja schon mal hingehen. So. Ah, nehmen wir gleich wieder ein Messer mit. Oh, der Arme. Ich glaube, der hat zu viel Rauch eingeatmet. Was? Das finde ich jetzt aber frech. Das ist nicht wie... Das stand nicht im Drehbuch. Das haben wir ganz anders aufgeschrieben. Okay, aber es sind nur zwei. Ey! Der Moment. Braucht den Elixier. Ich finde die Rüstung, die wir anhaben, tatsächlich nicht so geil. Also ich würde, können wir uns einmal umschlüppern? So, herzlichen Dank. Das finde ich denn doch schon viel besser. Der stirbt nicht von einem Messer. Okay, damit habe ich jetzt... Ich dachte, der kotzt sich jetzt hier die Seele aus dem Leib und dann fällt er irgendwann um. Ich dachte hier Rauchvergiftung, weil er alles angesteckt hat. Num. Ein bisschen naschi. Ist ganz schön dunkel hier drin, ne? Ach, das ist hier, wo wir von ganz oben runtergesprungen sind und das erste Mal unseren spektakulären Assassinsprung gemacht haben. Okay, wenn ich die hier unten abmetze, können wir das Problem haben, dass er das vielleicht sieht. Wir haben fast 5 voll. Okay, warte mal. Wir gucken mal, ob wir unauffällig da einen weglocken können. Wir können da auch nichts sprengen bei denen in der Nähe, ne? Die da oben würde ich gerne mit der Attentäterkonzentration wegmachen. Hier haben wir nur zwei und die können auch nicht gesehen werden. So. Hier sparen wir uns noch die Konzentration. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen unauffällig hier hoch. Hier oben ist nämlich, glaube ich, auch noch einer gewesen. Oder auch nicht. Ne, wir haben hier hinten haben wir noch einen Flammenwerfer. Kommen wir hier rüber, ohne dass der... Oh, er wandert. Einmal hier hinter. Verflucht. Ich muss schneller sein. Sie verdienen es nicht zu sterben. Ja... Okay, er ist jetzt direkt weggegangen. So. Und Elixier, das ist sehr gut.
Vielleicht werden deine Jünger mich ja erleuchten. Sag mir, was ich wissen will, und das muss heute niemand mehr sagen. Das würde ich so nicht sagen. Also selbst wenn er dir sagt, was du wissen willst, es werden heute einige Leute sterben. Und zwar der da und selbst du. Hier, wir könnten noch einen nehmen. Haben wir hier noch einen? Schade. So. Einmal der Reihe durch. Was? Gepriesen sei Allah. Ja, ja. So bin ich. Euer Held. Hilf mir, die Fesseln loszuwerden. Bei den beiden geht's nicht. Kleinen Moment, mein Freund. Wir müssen erstmal hier was recherchieren. Eine Dankesgabe. Was machst du denn? Befreie mich. Gleich, pst, ich muss lesen. Oh, ihr Schatten aller Muts. Ich war verzweifelt, scharrte unter dem Fuße eines so Mächtigen, dass ich keine Erlösung sehen konnte. Und dann, wie durch ein Wunder, verschwand die Last und ich konnte wieder atmen, denn mein Feind war von den Schatten erlegt worden. Ich bete, dass dieses Zeichen meiner Dankbarkeit euch erreicht. Ich glaube, das wird es. Ihr wart es schließlich, die mein Glauben wiederherstellten. Ein dankbarer Fremder. Ein dankbarer Fremder also? Basim, wie? Ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? Roshan! Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit, Mentor. Psst. Über den Tempel und was er birgt. Psst. Das haben mir unsere Feinde verraten. Sie drängten mich, danach zu suchen, weil nur ich es vermag. Du? Also hat der Orden die Tahirian benutzt, um Alamut niederzumetzeln, weil du der Schlüssel bist. Basim, ich glaube, du hast zu viel gesagt. Was beschützt ihr, dass all dieses Blutvergießen wert ist? Uraltes Land. Seit Generationen ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen. Es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt... Es werden die meinen sein. Sieh dich um. Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Ich habe jetzt so fest damit gerechnet, dass er uns von hinten noch ein Messer reinrammt. Als Danke für die Rettung und weil wir gesagt haben, wir wissen es. Und die letzte Person, die erfahren hat, wir wissen es, die war nicht so sehr davon angetan, dass wir es wissen. Okay. Ja, ich krieg hier noch eins zu viel. Basim, du... Muss doch einmal machen, was ich dir sage. Basim. Okay. So. Wieso kann der da nicht einfach runterspringen, macht diesen mega geilen Fokus im Flug, wirft ein Wurfmesser und alle... Nicht alle, aber ich bin glücklich. Okay, ich würde erstmal hier oben lang... Ist das einer von uns? So, bitteschön. Wieso stehst du nicht auf? Wieso hockst du da noch? Hier ist doch keiner mehr. Warte mal, wir gehen hier außen rum. Den guten Herrn hier vorne, den nehmen wir auch noch weg. Der Tempel. Bring mir es zu Ende. Nichts und niemand steht mir im Weg. Ja, außer meine Neugier. Nicht so kurz vor meinem Ziel. Auch kurz vor unserem Ziel. Ich will ja nur wissen,
wieso dieser Typ da unten immer noch hockt. Ob wir mit ihm reden können, Basim. So. Danke, Basim. Es hat sich gelohnt. Wir haben eine Spielzeugfigur aus Knochen und uns wurde der Dank ausgesprochen. Ich denke, das war jede Mühe wert, hier runterzugehen. Und jetzt kann er auch laufen. Sieh mal einer an. Basim, der Wunderheiler. Okay. Das hier finde ich noch okay, aber das da macht mir Sorgen. Das ist nicht die, die wir denken, dass sie das ist, oder? Wieso ist hier Sperrgebiet? Und hilft ihr mir? Okay, die tun mir auf jeden Fall nichts. Sperrgebiet hin oder her, aber die sind auf jeden Fall friedlich. Huch. Moin. Ich hätte dich fast übersehen hier im Dunkeln. Mich aufzuhalten. Den habe ich ja fast gar nicht wahrgenommen. Mehr. Das heißt also, ich bin hier richtig. Oh, wir gehen einfach mal rein, ne? So. Nee, das lassen wir noch sein. Gut, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo sind denn hier Leute? Also wir haben da hinten, haben wir einige, glaube ich. 1, 2, 3. Oben sind noch welche. Da könnten wir hier die Leiter hoch. Aber ich glaube... So Basim will, können wir auch... Lol. Okay, komme ich auch auf die andere Seite von dem Ding? Nee. Na gut, dann gehen wir eben hier hoch. Unsere Befehle lauten, den Tempel zu sichern. Nicht ja. Sind nicht gut gesichert. Okay. Also die Frage ist ja auch immer, wie weit können die überhaupt gucken, ne? So. Da bist du ja! Was ist vorbei? So ist es! Hörst du? Autsch! Rufe Hilfe! Nein, ruf keine Hilfe! Nerviges Geschwätz. Ich habe keine Ausdauer. Ja, Moment, wir müssen mal. Falsche Taste. So. Okay. Mal sehen, ob ich vermag, woran diese Eindringlinge scheiterten. Warte mal, der hat doch was gehabt, oder? Nee. Der hat was, der hat was. Aber das ist alles nur Tierrahmen. Ich habe gedacht, die hat noch einen Schlüssel oder sowas. So, aber die Truhe plündern. Und
Unter den Tempelmauern, sagte Kabiha. Unter den Tempelmauern. Wo fange ich da an? Er sagt, meine Gesundheit ist voll. Aber ich hab doch nur... Hä? Ich hab doch nur die halbe Gesundheit. Darf ich immer noch nicht? Hm. Okay. Du, der du mehr siehst. Was gibt es denn zu sehen? Was ist das für Zauberei? Moment. Das Zeichen kenne ich. Woher? Ich denke, wir werden es gleich erfahren. Roshan. Oh, genau nein. Davor hatte ich dich gewarnt. Letzte Chance. Ich will das gar nicht tun. Wie du willst. Will ich nicht. Aber wir haben gegen sie trainiert. So weit ist es also gekommen. Wir töten einander? Ist das deine Vorstellung einer Bruderschaft? Im Training haben wir sie gekriegt. Für jene, die sich darüber erheben wollen, ist kein Platz. Denkst du, ich erhebe mich darüber? Letzte Chance. Die gute Dame hat einen Schwachpunkt. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Wie im Training. So. Ach, keine Ausdauer. Ich hasse es. Ich vertraute dir. Oh, kleinen Moment. Ich muss einmal... Roshan, bitte, ich muss einmal kurz durchatmen. Ah, ich hab Rauch eingeatmet. Kanntest du meine Wahrheit? Ich fürchtete nur ihre Bedeutung. Doch ich ließ meine Sorgen außer Acht. Es musste sein. Du warst nur ein junger Mann, gebrochen und allein, der sich nach Führung sehnte, Gutes tun wollte. Ich bin immer noch hier. Oh mein Gott. No, mein Gott, noch ist nicht mehr lange, Basim. Noch ist nicht mehr lange. Essen, essen, essen. Es kann nichts Gutes von jenseits dieser Türen kommen. Oh. Ich hab's mir noch ein bisschen wilder vorgestellt. Grapples, dick and twisted! Gib auf. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wer das Real kennt. Das war mega lustig. Gib auf. Basim. Lass sie. Komm schon. Ich habe das nicht gewollt. Aber ich muss es wissen. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst. Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Wer du sein kannst. Du hast die Wahl, Basim. Vertraue mir. Du wolltest mich gerade töten. Doch du hieltest es für das Beste, mich zu kontrollieren. Genau wie unsere Feinde. Basim, hier drüben. Wow, da wäre ich auch allein drauf gekommen. Ich meine, das ist eine 10 Meter hohe Tür. Ich weiß, was das ist. Was? Der Schlüssel.
Oh, warte mal ab, sie ist doch beim Orden. Absolutes Mindblowing. Weil woher will sie das wissen? Sie wird uns folgen. Nein, das kann sie nicht. Du hast es selbst gesehen. Hier sind überall diese komischen Scheiben drin, die wir auch beim Kalifen quasi genommen haben. Mehr von diesen Dingern. Welche Wahrheiten sich darin wohl finden? Welche Geschichten sie erzählen? Was auch immer sich hier befindet, ist von großer Wichtigkeit. Für die Verborgenen. Für den Orden der Ältesten. Für mich. In was sind wir hineingeraten? Das frage ich mich auch gerade. Uns geführt? Du willst nicht wissen, warum irgendjemand an diesen Ort geführt wurde. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus, als wären hier vor tausenden Jahren mal Aliens abgestürzt. Ich würde auch meine komische Maske erklären. Trügen mich meine Augen? Siehst du das auch? Nihal? Ja. Ich bin hier. Was auch immer das hier sein mag. Es wurde vor langer Zeit erbaut. Für einen Zweck, den ich nicht kenne. Ich schon. Woher? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du lügst. Du beunruhigst mich. Ja. Ey, sag bloß, ich hatte ganz am Anfang des Spiels recht und sie ist wirklich böse. Dass sie zum Orden gehört. Nihal. Sieh mal hier drin. Okay. Ich dachte, der Fokus zeigt uns jetzt noch irgendwas anderes. Irgendwas Besonderes, was wir bisher nicht gesehen haben. Das fand ich jetzt nicht unbedingt zu übersehen. Nihal, bitte, sprich mit mir. Holt sich der Jinzi vielleicht? Wovor hat sie jetzt Angst? Sag ich doch, Aliens! Ich kenne diesen Ort. Das kann ja nicht menschlich sein zu der damaligen Zeit. Das kann nicht sein. Das ist Teil der Wirklichkeit, was sie. Hör mir auf. Was mein Fuck. Du hast ihn getötet! Es war deine Idee, auf dem Palast zu stehen. Genug! Lass mich hier raus! Wie? Was? Was bist du? Sie! Schau es dir selbst an! Stilus.
Das sind wir, ne? Der auf den Boden kriecht. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Licht. Wir müssen immer ins Licht gehen, ne? Der Djinn aus meinen Träumen. Die Gestalt aus diesen Visionen. Sie sind ein und dasselbe. Ohne Licht ist es dunkel. Ist es das, was ich sehe? Erinnerungen aus einem lang vergangenen Leben? Sind es die meinen? Erscheint mir der Djinn deshalb zu echt. Mein Folterknecht. Die Quelle all dessen, was mich plagt. Wenn dem so ist, muss ich mich dir stellen. Kleiner Moment. Okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Sehe ich das? All diejenigen, die wir vielleicht getötet haben? Nee. Jetzt müssen wir nach da hinten. Wir folgen dem Licht. Raus aus der Dunkelheit. Dieser Ort. Wenn ich ihn durchschreite, sehe ich nur die Erinnerungen, die meine Seele erbeben lassen. In solchen Momenten der Not war mir der Djinn immer am nächsten. Diese unnachgiebige Angst, sie lässt mich in meinem schwächsten Moment erstarren. Ich habe nie verstanden, woher er stammt oder warum er mich heimsucht. Doch ich beginne mich zu erinnern. Ich bin in einer kalten Zelle. Flehe darum, dass es aufhört. Ah. Oh, das stand nicht wohl auf einer langen Leitung. Wer ich einst war, mag Vergeltung suchen. Doch wenn ich diesen Schmerz überwinden soll, dann will ich nichts als für ihn. Diese Schattengestalten hier haben auch diese Masken auf. Was die Leute vom Orden auch tragen. Zelle. Meine Zelle. Ich bin fast da. Eine ganz schön große Zelle. Kein Zurück. Roshan wusste ja auch ganz genau, was auf uns zukommt. Ist sie den Weg auch schon durchgegangen? Der Djinn. Ich kann ihn hören. Joa. Springen wir runter? Einfach mal so ins Nix springen. Hätte ich auch getan. Ich kenne dich jetzt. Ich sehe dich als das, was du bist. Das Bild aus einem anderen Leben. Und dort wirst du auch bleiben. Thank you.
Es ist vorbei. Nein, Basim. Das hier ist erst der Anfang. Für uns. Das, was vor uns liegt. Ein tieferes Verständnis für die Welt, die hinter uns liegt. Und unseren Platz darin. Mein ganzes Leben rang ich damit, wer ich war. Wer ich sein sollte. Und da warst du. Die ganze Zeit. Der Teil von mir, dem ich mich widersetzte. Eine Spiegelung dessen, was wir einst waren. Und was wir wieder sein werden. Uns erwartet so vieles. Eine neue Welt. Ich zeig sie dir. Ich werde dich nie wiedersehen, oder? Werde ich allein sein? Du bist niemals allein. Lol. Wie viel Zeit ist vergangen? Ich bräuchte meine Sonnenbrille. Aber das wird ja jetzt nicht den Krieg zwischen Orden und Verborgenen irgendwie beeinflussen. Das Wissen, was wir jetzt haben. Der Orden möchte ja trotzdem diesen Ort besitzen. Und das Wissen um den Ort hilft uns ja quasi nicht weiter. Es ist vollbracht. Du hast deine Wahl getroffen. Ein bisschen Ketchup. Nun treffe ich meine. Toll. Leb wohl, Roshan Bint La'ahad. Es war mir eine Ehre. Komm, Basim. Wir haben viel zu besprechen. Sie schmeißt hin. So sei es, Mentor. Das sieht mega aus, oder? Wobei ich sagen muss, dass die Sonne mich ein bisschen blendet. Das ist so geil, die Schloss auf dem Berg mit dem Wasserfall daneben. Ich glaube, wir haben ein bisschen verkackt bei Enkidu. Blut mir schwarz. Die Erinnerung, die ich begrub, an diesen Ort, dieses Gefängnis, an die Qualen, die ich hier erlitt, jahrelang schwelte sie in der Dunkelheit und meinen Träumen, im Gewand eines Djinns, der mich heimsuchte, zersetzte, bis er auch meine Wachenstunden verschlang.
Doch ich stellte mich der Vergangenheit, dem Schmerz, nahm ihn an. Einst legte ich meine Haut ab. An einem anderen Ort, einer anderen Zeit. Nun bin ich wieder ganz. Ich erinnere mich. Und jene, die mich in Ketten legen wollten, sollte noch jemand von ihnen auf Erden wandeln, so freue ich mich auf unser Wiedersehen. Doch bis zu jenem Tag wartet eine neue Welt. Also definitiv ein mega, mega geiles Spiel gewesen. Story fand ich mega, Umsetzung gut. Steuerung? Basim und meine Synchronisation waren ja nicht immer on point, aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt, den einen oder anderen Lacher, den einen oder anderen Mindblowing-Effekt. Ich würde mich sehr über ein Abo, ein Like, vielleicht auch ein einfaches Danke in den Kommentaren. Würde mich über alles freuen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Format. Mal gucken, was wir als nächstes spielen. Seid sehr gerne wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.